Ich bin Anna, ich bin 22 Jahre und ich bin Schulabbrecherin, habe auch keine Ausbildung und ich bin schwanger. Klar. Gut. Und ich bin Anna, ich bin 24 Jahre und komme aus dem Sauerland, werde bald zweifach Mama, bin selbstständig und bin Mitbegründerin der Young Am Family. Das war in der Q1, ist das so? Q1, Ende Q1 irgendwie, wo die Facharbeiten anstehen. Genau, also kurz vor Ende der Q1 habe ich abgebrochen. Also kurz bevor das Schuljahr zu Ende war, habe ich abgebrochen. Das ist jetzt gar nicht mal so in einem Satz leicht zu beantworten, weil das natürlich eine gewisse Vorgeschichte hat. Aber ich war auf jeden Fall da mit 18 Jahren an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, das kann es nicht sein und ich möchte auch nicht, dass es so weitergeht. Inwiefern, also? Hätte ich so weitergemacht, dass ich irgendwie versucht habe, in ein System zu passen, wo ich nicht reinpasse, wo das, die Menschen so toxisch sind. Wenn dir halt das ganze Umfeld sagt, du bist so scheiße und das seit Jahren. Ich habe seit Jahren immer gehört, du bist hässlich, du bist eine Schlampe, du kannst nichts, du bist nichts. Und das habe ich seitdem ich 6 bin gehört. Wenn du wirklich 3 Viertel deines Lebens immer nur hörst, wie scheiße du bist, glaubst du es irgendwann. Dann weißt du nicht, wer du bist. Dann bist du in ein Loch und du lebst eigentlich gar nicht. Du bist nämlich der du bist, ist in einer dunklen Kammer irgendwo tief in dir versteckt oder eingekerkert, weil da diese ganzen Stimmen sind, die nicht mehr aufhören, still zu sein, weil das lässt einen nicht los. Wenn du in frühen Jahren so viel Leid oder so viel Schmerz erfährst, dann sterben so viele Teile von dir, da sterben auch Teile von der Menschlichkeit von dir oder allgemein, wer du bist. Und du musst dann erstmal wieder gucken, wie du diese Teile in dir wieder heilst, damit sie wieder lebendig werden. Weil ich habe nur existiert. Und das wollte ich nicht mehr. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Das kann nicht das Leben sein. Also deswegen bin ich nicht hier. Und da war halt immer diese innere Stimme, die gesagt hat, nee. Nee, auch das war halt immer so, man fühlt sich da so ein bisschen schizophren, wenn man so viele verschiedene Stimmen in sich hat. So, dann ist die eine ganz, ganz leise innere Stimme in dir von wegen, mach weiter, du schaffst das. Und dann sind da diese ganzen anderen Stimmen von wegen, du bist nicht, du kannst nicht, du musst das so und so machen. Also diese ganze Gesellschaft. Und ja, ich habe dann einfach beschlossen, da auszubrechen. Das hat eigentlich damit angefangen mit dem Jahr 2004. Also meine Mama sagt, oder auch wenn ich anderen. Wie alt warst du 2004? 6? Ich war 6, ja. Ja, 2004 war so ein bisschen so ein Game Changer. Ich war schon immer ein bisschen anders als andere, wurde mir gesagt. Also gut, ich glaube, jeder von uns hat so seine Eigenarten und ist auf seine Art individuell. Aber anscheinend bin ich da auf jeden Fall sehr herausgestochen, gerade wenn man auf dem Land lebt. Und ja, dann kam das Jahr 2004. Das hatte eigentlich damit angefangen, dass mein Opa gestorben ist, den ich sehr gemocht habe. Dann ist mein Onkel an Parkinson erkrankt und dann auf einmal war mein Papa weg. Und das hatte ich alles gar nicht so verstanden, weil das konnte mein Kopf damals oder ich als Kind noch gar nicht so ganz begreifen, aber er hatte zu dem Zeitpunkt Gehirnbluten.
Und seitdem war dann halt auch nichts mehr so wirklich, wie es war, sondern es hat sich sehr, sehr viel geändert. Ja, also ich sag mal so, mit 2004 bin ich das erste Mal gestorben. Also ist ein Teil von mir gestorben, nämlich das unbeschwerte Kind, das sehr, sehr schnell erwachsen werden musste. Weil wen willst du irgendetwas davon erzählen, was da vor sich geht oder was in dir vor sich geht, wenn dein ganzes Leben sich verändert und du bist 6 und von Erwachsenen hörst du, ja, wenn du älter bist, verstehst du. Wenn du älter bist, wirst du schon verstehen oder... Mobbing war, als das angefangen hat, ist halt so, es war so der zweite Tod, sag ich mal, von allem. Weil, ja, da hört man dann halt irgendwann auf, man selbst zu sein, sondern versucht einfach nur noch zu überleben. Und das zu verarbeiten, wenn Menschen dich auf so eine Art und Weise fertig machen oder nicht annehmen oder dich psychisch so kaputt machen, dann bist du erstmal nicht mehr du und erstmal sich wieder selbst zu finden, ist schwierig. Ist genauso wie wieder Vertrauen in Menschen zu gewinnen, wenn die sich so sehr verletzt haben. So gesehen habe ich einen Realschulabschluss, einen guten. Das wäre dann eine obere Schulreife? Genau, mit einem Einserschnitt. Genau, es hatte, den Schulabschluss hatte, glaube ich, niemand verstanden, weil ich so eine klassische Streberin mit Einserschnitt war. Sehr ambitioniert. Eigentlich wollte ich auch Medizin studieren, um anderen Menschen zu helfen. Heute weiß ich, ich helfe auf andere Art und Weise Menschen. Da muss ich nicht in irgendeine Hierarchie reinrutschen. Nein, ich habe keine Ausbildung. Also ich habe nach dem Abbruch gesagt, ich brauche eine Alternative, habe versucht, irgendwie aus diesem System rauszubrechen und habe dann Fernabi angefangen. Das war auf jeden Fall nicht leicht, das durchzusetzen, aber ich konnte nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich vom Schulleiter stand, dem ich auch am liebsten gesagt hätte, ja, wenn sie mich jetzt nicht gehen lassen, dann werde ich entweder mich umbringen oder andere Menschen. Und weil es konnte nicht so weitergehen, dass wenn Menschen dich so fertig machen oder wenn so viel in deinem Leben ist, ist es erstmal wichtig, dass man wirklich sich zurückzieht und heilt, anstatt halt einfach weiterzumachen oder irgendwelche Wege einzuschlagen. Und ja. Ja, du kannst ja auf andere Schulen oder so gehen, aber ich wollte erstmal, Fernabi war für mich einfach die Option da raus, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, in diese Umfelder von Schule und Mitschülern zu geraten und alles. Also auch gerade, ja, nee, also das war halt mein Weg. Ich wollte nicht auf eine andere Schule wechseln, weil die Lehrer sind überall gleich und ich wollte, dass es halt freier wird, dass ich selber entscheiden kann, wie ich lerne, wann ich lerne, weil ich hatte keinen Bock mehr darauf, dass die mir irgendwelche Vorschriften machen. Ja, also bist du quasi ein selbstständiger Lerner. Genau, ich habe eigentlich alles autodidakt gelernt. Was genau hast du denn danach gelernt oder was machst du denn jetzt? Genau, jetzt bin ich, genau, ich bin, jetzt bin ich selbstständig, habe so gesehen 2 Firmen. Mein Gebiet ist eigentlich alles rund um Fotografie, Social Media Marketing, Texten. Also ich bin sehr, sehr breit gefächert, was meine Positionierung betrifft. Und ja. Wie hast du das gelernt? Ja, gelernt habe ich das eigentlich, indem ich einfach gemacht habe. Also nach dem Abi, als ich die Schule abgebrochen hatte, habe ich irgendwann dann auch einen Blog angefangen. Ich habe mich dem Schreiben gewidmet, mehr mit meinem Blog. Weil mir wurde immer gesagt, mit meiner Leserechtschreibschwäche kann ich niemals in der Richtung was machen. Ja, fickt euch. Deswegen habe ich mich extra mit dem Blog, das so als Challenge gesehen, mich damit mehr zu befassen. Und das war auch krass, wie die Leute gesprochen haben. Ja, da sind so viele Rechtschreibfehler drin und. Aber ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach mit jedem Posting, mit jedem Beitrag dazugelernt. Ich habe mich damit beschäftigt, wie dieses ganze Thema Branding funktioniert, Social Media Marketing, Fotografie, Texten. Und daraus wurde
dann irgendwann immer mehr. Und zwischenzeitlich war es dann halt auch so, dass ich 2 Jahre dann noch in einer Werbeagentur gearbeitet habe, wo ich dann auch einen kompletten Social-Media-Bereich dann irgendwann hatte und die ganzen Kunden eigentlich selbstständig betreut habe in dem Fall. Und ja, das war irgendwann dann aber auch nicht mehr mein Weg. War eine tolle Erfahrung. Ich konnte mich sehr weiterentwickeln, aber ja, also ich hatte da zu dem Zeitpunkt immer noch gesagt, ja, jetzt muss ich ja jetzt noch eine Ausbildung machen oder ein Studium. Aber irgendwann habe ich dann mir gesagt, so nee, also das ist es auch nicht, weil da kam dann halt noch eine Nachricht irgendwann, dass ich mich wieder operieren lassen muss oder dass der Fall, dass man mir alles entfernen lassen müsste. Ich müsste mich jetzt entscheiden, weil halt wieder bösartige Zellen da waren. Und da habe ich halt gesagt, das kann es immer noch nicht sein. Da habe ich dann halt einfach die Anstellung dann auch aufgegeben und mich in den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mit wie vielen Jahren war das? Da war ich, glaube ich, 21. Also ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen, ich empfehle es jemandem, die Schule abzubrechen. Bei mir war es halt einfach so, dass ich mich das erste Mal für mich entschieden habe. Ich habe halt mich gewählt. Ich habe Ja zu meinem Leben gesagt, Ja zu der Veränderung oder Ja, dass ich mir Zeit nehme zum Heilen. Und hätte ich das nicht getan, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Ich sag mal so, wenn man die Schule abbricht, hat das einen Grund. Also wenn man es tut, wenn man keinen Bock auf Lernen hat und YouTube-Star werden möchte und irgendwelche irrationalen Vorstellungen hat, dass der Erfolg vom Himmel fällt, auch wenn einen das solche YouTuber, die erfolgreich durchsaufen werden oder durch andere Menschen beleidigen oder andere Menschen zu kritisieren, kann ich da halt nur sagen, tut's nicht. Also wenn ihr die Schule abbrecht, macht es, weil ihr einen anderen Plan habt oder weil ihr halt das Gefühl habt, das ist nicht euer Weg. Weil ich kann verstehen, dass man in diesem alten Konstrukt, wo die Lehrer oder dieses ganze System so, wie nenne ich das, das ist so mittelalterlich. Das ist so ein fucking mittelalterliches System. Und jeder, der halt sagt, ich habe keinen Bock, meine Zeit so zu verschwenden, der dann sagt, ich breche die Schule ab, dann stellt euch darauf ein, dass es super, ein super schwerer Weg wird. Weil gerade der Staat kommt euch dann um die Ecke. Ja, ihr müsst aber so und so, es gibt Regeln in Deutschland. Oder wenn ihr es nicht macht, dann kommen die nach ein paar Jahren und sagen so, ja, Rückzahlung vom Kindergeld, weil dann erkennen sie es doch nicht mehr an, wenn ihr eine andere Ausbildung macht. Ja, das ist halt ein sehr starres System. Also man muss auch, glaube ich, viel Lehrgeld bezahlen. Man muss auch mal hinfliegen und sagen, okay, scheiße, so kann es auch nicht gehen. Aber wenn man erstmal sagt, das ist nicht mein Weg mit der Schule und ich möchte einen anderen gehen, es geht auch anders, weil wir können alles lernen. Und wenn auch so Ausbildung, Studium und so, es gibt genug Leute, die da sitzen und eigentlich vom Beruf Student sind. Es gibt genug. Also, und wirklich, wirklich lernen tun sie ja auch nicht. Dann machen sie mal Bulimie lernen, fressen alles in sich rein und kotzen es dann wieder aus. Und ja, aber haben sie wirklich so Sachen fürs Leben gelernt? Sondern, oder halt wirklich Skills ausgearbeitet oder halt wirklich die Verantwortung für ihr Überleben übernommen? Nein, weil die meisten nicht wissen, wohin mit sich. Und wenn man gerade so einen Weg wählt von wegen, nee, das ist nicht mein Weg, dann ist man schon mal seinen Weg einen Schritt näher. Was ich am Schulsystem gut finde. Ich muss echt lange überlegen, was mir im Schulsystem gefällt. Vielleicht, das ist echt, also ich mag es zu lernen, aber das hat nichts mit dem Schulsystem zu tun. Lernen ist klasse und es ermöglicht dir viel im Leben, aber das Schulsystem ist grundsätzlich scheiße. Also, was ich schlecht finde, ist, dass wir so weit in der Entwicklung sind, auch gerade wie die Gehirne funktionieren und dass das immer noch nicht im Schulsystem angekommen ist. Ängstlich, fertig, aber auch erst das erste Mal seit Jahren hatte ich Hoffnung in mir.
Was ich aus der Schulzeit mitgenommen habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe gelernt, dass das nicht mein Weg ist. Und dass ich es liebe zu lernen, aber nicht auf die Art und Weise, wie es davon einen verlangt wird. Habt den Mut, eurer eigenen Stimme zu folgen, die in euch ist. Ich kann echt nicht gut über so eine Schule sagen. Doch, es gibt manche Superheldenlehrer. Zum Beispiel sowas wie der Novak, der war toll. Die hat mir auch gezeigt, was es, also, oder wie wichtig es ist, Lehrer, die halt so eine Passion haben. Weil der hat mir richtig so gezeigt, was es bedeutet, wenn du lernst, so, was das für dich halt bringt und nicht halt für irgendwelche Noten. So, der hat halt wieder was erweckt und das können halt nur Lehrer, die halt wirklich einen sehen. Und das können nicht viele, weil die meisten, ja, was, man kann es ihnen aber auch nicht vorwerfen, den Lehrern, weil diese stecken halt auch in diesem System fest. Das ist so.